Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute geht es an die Macht wieder. An die Macht Coursera. Okay? Also, wie funktioniert das Ganze? Ganz wichtig, ihr solltet eure Adblocker deaktivieren. Bitte tut es, denn sonst funktioniert das alles nicht. Alles deaktivieren. Wir brauchen bei kostenloser Teilnahme keine Adblocker. Und ihr könnt auch Online-Abschlüsse machen und etc. etc. Was ist eigentlich der Coursera? Das ist eine coole Sache, die eben gemacht wurde von Firmen. Denn natürlich versprechen sich die Firmen auch dadurch ein bisschen durch die Förderung auch einen Nutzen. Ja, Universitäten etc. etc. Darauf werde ich jetzt nicht reingehen, warum das so in die Matrix war. Wer hat's gefunden? Ne? Genau, ihr kleinen Arschlöcher. Wieder der Waschbär mit dabei. Und wir klicken gleich einfach schon kostenlose Teilnehmer. Ich gebe mir den vollständigen Namen an oder weiter mit Google. Ich mache das einfach über Google. Google ist immer gut. Oder Facebook, aber ich mache es über Google, weil ich Android habe. Wenn ihr keinen Google machen wollt, sondern über E-Mail, ist es halt umständlich. Daher eben weiter mit Google. Google einfach anmelden, zack. Und zack. Andi der Zauber, Gmail, könnt ihr mir schreiben, ist auch meine Mail. Meine Künstler-Mail, eigentlich sollte Andi Wiki das heißen, aber leider kann Google das irgendwie nicht. Die sind nicht fähig, das umzuändern. Schöne Grüße an Google. Ihr habt mir vor 100 Jahren meinen Tipp, habe ich euch gegeben, ihr habt ihn bis heute, meine ich, nicht umgesetzt. Bis heute nicht. Okay, weiter geht's. Willkommen bei Coursera. Coursera erhalten Sie persönliche Empfehlungen, basieren auf Ihrem Hintergrund. So, Berufserfahrung. Ich bin Freelancer gewesen. Ist aber, glaube ich, nicht drin. Was haben wir denn Berufserfahrung? Was haben wir so? Was haben wir denn? Promotion vielleicht? Nee, ist auch nicht drin. Verkäufer? Nee, ist alles nicht so drin, was ich muss. Ich habe viel zu viel Berufserfahrung. Also, das ist einfach zu viel, zu wenig, da reinzuschreiben. Ich arbeite derzeit hier, Ausbildung. Nö, Abschluss, Hauptfach, ja, ihr könnt es machen oder einfach, ihr könnt sagen, hey, fortfahren und bleiben sonst mit irgendwie, ich möchte mir jetzt eine Mutter geben, na, brauchen wir jetzt nicht, einfach auf fortfahren klicken, gut ist. So, wir machen das viel einfacher, ich zeige euch, das ist die Oberfläche und was ihr so alles machen könnt. Natürlich können wir hier klipp und klar auch auf Deutsch aussuchen, das sollten wir auch machen, wenn oder solltet ihr machen, wenn ihr nicht gut Englisch könnt. Ich bin im Englisch auch noch nicht perfekt, von daher mache ich Deutsch. So. Da ist es natürlich so. Dann gibt es Master Business and Crowdsourcing Marketing, Enroll Now, nicht jetzt. Und wir werden dafür Bewerbung. Da haben wir auch unser Profil. Ja, genau, bevor wir da hingehen, können wir auf Profil gehen. Und da könnt ihr halt euer Profil, also euer Bild aktualisieren oder ändern. Lassen Sie mich kurz, kurz verfügbar von Rotieren entdecken, könnt ihr auch teilnehmen etc. Ja, jetzt teilnehmen und gut ist. Aber jetzt ist wirklich, ne, Sie sind halt sobald in die Region verbrachten Sie auf Ihren Media. Gut, geschafft, zack, tschüss. Und was haben wir denn hier? Persönliche Daten, Arbeitspräferenzen hinzufügen, stechen Sie auf dem Ihren Arbeitsmarkt heraus, ne, da könnt ihr noch was machen. Ja, da habe ich jetzt noch nichts gemacht. Ach komm, privates lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Oder? Persönliche Daten, ja, passt. Ja. So. So, dann haben wir hier wiederum, gehen wir auf dann gehen wir wieder auf Coursera. Und da habt ihr jetzt die Möglichkeit Home. Also das liebe Geld, Finanzen im Alltag, kostenlos und da seht ihr halt gewisse Kurse. Und diese Kurse könnt ihr auch teilnehmen. Ihr habt auch hier Sachen, verpassen Sie den ja nicht, Sie müssen halt hier bei den Markierungen Kurse zu halten. Ne, ihr KZ ist offen, legen Sie die Ziele noch fest. Ne, da könnt ihr für Sie Ihre Sachen machen. Ihr könnt Zertifikate erwerben, ne, also Bachelor und Cell in Computer Science, Master of Science und das etc. Pipapo, aber wir werden mal was Einfaches mal machen, damit ihr das ein bisschen. Ne, kostenlos ist immer gut, wenn es nicht kostenlos ist, dann kostet es ein bisschen Geld, was auch verständlich ist, aber da versprechen sich natürlich auch einige Firmen. Also
viele Firmen sagen sich, wir haben davon was, wenn er das macht, etc., etc., pipapo. So, wie geht das Ganze? Ihr habt entweder hier diese Sachen, die ihr so durchscrollen könnt, oder ihr könnt sagen, meine Lebenserfahrung klicken und ihr müsst halt da halt was zusätzlich mit reinhauen, damit da was euch vorgestellt ist. But online, das machen wir ein andermal, Online-Abschlüsse, take chart of your career with an Online-Degree, das heißt, da könnt ihr Online-Abschlüsse machen. Und dann gibt es natürlich auch mehr Hamdio, also das ist von denen, das ist so have a question, also automatische Chat-Modul, das braucht man jetzt nicht. Dann finden sie Jobs und du kannst auch Jobs so suchen sie. Da habt ihr dann auch mal interessant, was ist. Jetzt gehen wir nochmal auf die Startseite bei Coursera, dann klickt ihr auf Suchen, nehmen sie an, kostenlosen Kursteil, erwerben sie ein Zertifikat, Zertifikat erwerben, ne, ohne Vorkenntnis, eigenes Tempo, finden sie ihre neue Laufbahn, Datenverarbeitung, habt ihr dann Wirtschaft, Informatik, ne, und so weiter, Sprache lernen, dann könnt ihr so sagen Englisch, ne, Französisch, pipapo, Gesundheit, könnt ihr Gesundheit über Gesundheit, ne, oder kostenlose Kurse und persönliche Entwicklung, Physik und Ingenieurwissen, Sozialwissenschaften, Kunst und Mathematik und Logik und dann könnt ihr gewisse Sachen halt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich will Mathematik und Logik was haben, dann könnt ihr da auch was lernen. Wenn ihr sagt, nee, das habe ich schon bei Khan Academy, dann könnt ihr was anderes machen. Können wir zum Beispiel mal auf, nehmen Sie an einem kostenlosen Kurs teilnehmen, wir klicken da drauf und dann zeigt er uns eben 7728 Kurse, die frei sind. Das sind halt Subventionen von Firmen, aber die sich halt davon auch was versprechen. Ihr könnt euch dann auch bewerben und so. Und dann habt ihr hier also gewisse Betreff und die Anrechnung möglich. Das bedeutet, dass was ihr gelernt habt, wird euch auch angerechnet. Könnt ihr ein Zertifikat geben und das könnt ihr bei eurer Bewerbung mit reinhauen, in euren Lebenslauf. Also würde ich immer da draufklicken, weil das ist wirklich was wert. Das wird euch angerechnet. Alles andere, was bedeutet, wenn ihr das nicht macht, das bedeutet, es wird euch nicht angerechnet. Das habt ihr just for fun gemacht. Just for fun ist immer so eine Sache. Das heißt, just for fun, nee, sehen wir nicht. Na, und deswegen immer Anrechnung möglich machen. Just for fun ist halt für euch selber, aber wenn ihr wirklich was wollt, was euch anrechnet, wo wirklich euch gesagt wird, nee, komm, der hat da wirklich bei uns 3-6 Monate gelernt, der hat da wirklich fleißig gemacht, sich den Kopf und dann den Kopfschuss gegeben, BUM, Motherfucker, du kleiner Wichser, du, ne, hast du gut gelernt, komm, das ist du eigentlich, ne, Waschbär. dann habt ihr das. So, was machen wir jetzt da? Wir wollten immer bei Google arbeiten, aber Google sagt, wir sind zu dumm. Ja, das haben die mal gesagt. Google fand ich voll cool. Damals, vor Millionen von Jahren, hat es ja vielleicht gestimmt, eigentlich nicht, aber die fanden mich wie ein Clown-Gesicht viel zu lustig. Ja, nicht nur das, du bist ein Judenschwein. Oh, nein. Ja, also, ich war zufälligerweise so mit den Kippern und dachte, nee, Schmarrn, war ich nicht. ich treib's immer auf die Spitze. Aber ich habe schon viele krasse Sachen gemacht damals, ja. Okay, let's do it. Machen wir so mal. Dann machen wir kostenlos anmelden, beginnt am 14. Februar. Das heißt, da können wir uns anmelden. Jawohl. Boom. Unbegrenzter Zugriff auf alle Kurse. 7 Tage Kosten- und Testzeitraum. Starten Sie jetzt Kosten- und Testzeitraum. Aha. So kostenlos ist es dann doch nicht. ja. Das ist natürlich ganz lustig. Denn hier steht Testen Sie unser Angebot kostenlos. Melden Sie sich an um Ihren kostenlosen Zeitraum. Wenn die das nicht machen, na dann. Dann könnt ihr auch nicht lernen. Aber ist ja klar, dass das Geld kostet. Dass das nicht umsonst ist. Okay? Also generell ist das halt so. Der Unterricht ist auf Englisch. Der Unterricht ist natürlich verfügbar, aber er ist nicht umsonst. Man kann sagen, alle Kurse anzeigen. Man kann sagen, Moment mal, das kann doch nicht sein. Das muss doch umsonst sein. Ja, das ist so eine Sache, was sie lernen werden, Cyber Security, bla bla bla, dann mehr erfahren, Understanding, ne, bla bla, Kursdetails, das sind nur die Details. Ne, starten Sie Abschluss und Vorsprung, mögliche Abschlüsse, bla bla bla. So, ne, also, ist es jetzt kostenlos oder nicht? Nein, ist es nicht, denn das ist so eine Sache, die Firma verspricht sich halt darauf was. So, gibt es jetzt eigentlich Kurse? Das ist die Frage. Gibt es jetzt wirklich Kurse,
die wirklich kostenlos sind, da müssen wir uns die Frage stellen, ohne Probeabo, ne? Also wirklich komplett. Und da schauen wir uns das mal an. Gehen wir mal auf, nehmen den kostenlosen Großteil. Ne? Kostenlos ist es eigentlich nicht mehr wie früher, weil früher war, wenn das kostenlos wirklich kostenlos, aber leider ist es halt heutzutage gelogen. Ja, ja, die Luziferaner haben es gemacht. Die sind schon überall die Luziferaner. So, jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwas wirklich kostenlos bekommen. Bei Google ist es nett. Hm. Ich glaube nicht, dass sie es machen, kostenlos. Irgendwo muss aber kostenlos sein, oder? Ich sag's euch leider. So richtig kostenlos gibt's nicht. Ja, wenn man dann irgendwas Interessantes vielleicht. Ich mach die Kalken. Ich bin schon müde, ne? Das ist ja so langweilig hier bei Coursera. So, mal irgendwas. Ja, seht schon, also nicht viel, was euch angerechnet wird. So. Ja. Also das heißt mal rumsuchen, ne? Ganz klar, ihr müsst da rumsuchen. Das ist halt wiederum mal dieses Rumsuchen. Und dann. Und wieder rumsuchen. Ja. Also wir werden da glaube ich nichts finden. Ja. Also ihr seht schon, da gibt es halt nicht viele, die sagen, angerechnet. Wir machen jetzt mal ohne Anrechnung. Schauen wir mal da. Da könnt ihr auch die Sprache. In den meisten Fällen könnt ihr auch sagen, die deutsche Sprache, das Deutsch, da habt ihr dann weniger. Habt ihr dann 4.759. Finanzmärkte. Animal CSS und JavaScript Entwickler. Könnt ihr machen, gehen wir mal auf was gibt es von noch Möglichkeiten, persönliche Entwicklung, Funktionstheorie und da ganz und Sozialwissenschaften, sagen wir mal Gesundheit. Ja. Suche! In die Psychologie, boah Gott, müde, muss man immer müde. Grundlagen der globalen Gesundheit. Was haben wir denn da jetzt, ne? Machen wir mal. So. Ja, machen wir nochmal einfach Psychologie, ne? Ist ja ein interessanter Bereich. Und beginnt am. Und zwar wieder auf Englisch. Und da merkt man schon wiederum, ne? Da könnt ihr. Da habt ihr jetzt den Unterschied, ihr könnt entweder mit Zertifikat also kaufen, also manche Kurse geben auch Zertifikat, Kurs kaufen, verpflichten sie sich ein Zertifikat zu erwerben, damit können sie ihre neue Fähigkeit für Erlässigungen präsentieren, dann kostet es Geld, komplett also ohne Zertifikat, sie haben den Zugriff auf alle Kosten für diesen, aber auch hier geht es fortfahren, ne? Das heißt, Lizenzprozent starten, ja, ich will euch das mal zeigen, deswegen habe ich es jetzt nicht gekauft, aber ihr könnt auch dafür Zertifikat dieser in einer Kürzung übersetzt, fortfahren und dann habt ihr hier geschafft. Bla, genau, erste Schritte über diesen Kurs und dann legen sie ein Wochenziel fest, 5 Tage die Woche oder 2 Tage pro Woche und dann sagen wir mal Ziel jetzt hinsetzen, also setzen, Ziel setzen, fertig und dann einfach Uhrzeit, Google Kalender hinzufügen und fertig. Ne? Deswegen mit Google ist das hier ganz gut zu verbinden. Dann habt ihr hier so einen Kalender und dann könnt ihr sagen, jawohl, so machen wir das. Und dann könnt ihr das speichern, ne, in dem Kalender. Ich hau das jetzt mal raus, weil ich will das jetzt einfach euch nur kurz einführen zeigen. Und danach geht es weiter zum nächsten Tutorial-Video. Haben wir nicht viel Zeit. Ne? Das heißt, ich klicke dann da drauf. Automatisch übersetzt aus dem Englischen. Ne? Dann sagen wir, als abgeschlossen markieren.
deine Zunge scheint nicht mit der Zeitzone zu genau, was haben wir denn hier, Zeitzone, ob das passt. Dann sagte ich hier, das habt ihr dann, wenn ihr das gelesen habt, dann müsst ihr auf Nächstes gehen und dann schaut ihr euch das Video an. Hi, I'm Paul Bloom and I'm delighted to welcome you to Introduction to Psychology. I've been here at Yale for about 20 years. So, dann habt ihr hier diesen Text, ne? Das könnt ihr euch also so selber durchlesen. Dann habt ihr hier auch, helfen uns bei der Übersetzung. Da habt ihr die Übersetzungen, könnt ihr auf Deutsch machen. Hi, ich bin Paul Bloom und ich freue mich, Sie zu sehen in Psychologie, bla bla bla. Nachdem ihr das also gemacht habt und seid ihr dann fertig, dann könnt ihr euch Notizen machen. Ihr könnt auch hier Notizen machen oder ihr könnt auch Downloads machen, das Video runterladen, ne, und besprechen. Ne, Sie können die Vorlesung besuchen und Besprechungen machen, etc. Pipapo. So, dann geht es auf Nächstes und dann heißt es optionale Umfrage und dann, nachdem ihr das gemacht habt, geht es halt wieder weiter. Pipapo. Also, wie gesagt, ganz coole Sache hier, wenn es um Leute geht, die halt mehr für Unternehmen was lernen wollen. Und umsonst ist das auch nicht alles, aber einiges ist umsonst. Aber wenn ihr das haben wollt mit Zertifikat, dann ist auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall was Wertvolles. Man muss sagen, dann kann man dann dem Amt sagen, hey, ich habe da eine Sache, ich will da mich fortbilden. Und das wäre, dann hätte ich das und das, das Zertifikat. Und dann könnt ihr euch das vom Amt sogar genehmigen lassen, wenn ihr Glück habt. Wenn die es nicht genehmigen, dann müsst ihr es halt aus eigener Tasche zahlen, aber das lohnt sich auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal, das war es eigentlich schon von dem, wir gehen wieder mal raus und ja, wir sehen uns gleich bei An die Macht. Online-Kurse für nächstes Programm ist für Skillshare und was Skillshare ist.